Okidoki. Oh, cool. Ist ja nice. Nein! Alter Schwede, das hat aber Skill ohne Ende. Anonym werden, Mama. Da ist der. Packt ihn. Parecke! Warum passiert das eigentlich immer mir? Die Stimme ist ja fast gar nicht nervig. So, bevor ich ihn anspreche, gehe ich kurz lullern. Bis gleich. Alles klar, mal sehen, was er zu sagen hat. Falls es euch interessiert, auf dem Pott lief es wie immer perfekt. Und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Ein guter Tipp. Das machen wir doch gleich. Oh, ist hier direkt ein Katzensprung. Oh, Torre dei Salvucci. Salavucci, Wutsch, Wutsch. Hat keiner mitbekommen. Der ist wahrscheinlich dazwischen. Würde ich jetzt mal tippen. Gut, da komme ich nicht hoch. Einen Dämon! Er hat eine witzige Stimme. Warum? Fragt ihr? Weil ihr euch verirrt habt und eure Freiheit diesem Schuft Lorenzo de Medici opfertet. Da! Ihr seid Marionetten, gelenkt von einer Börse. Jawohl, geht doch. Ihr habt eure Tugend verloren. Ihr habt eure Würde verloren. So, wenn wir schon hier sind. Okay, da fehlt irgendwie die Sprachausgabe gerade. Aber ich habe ja Untertitel aktiv. Von daher. Hattrick, okay. Okay, klingt heftig. Houdini. Gannis Begräbnis. Alter Schwede. Dallas Archiv, okay. Zugriff verweigert. Ah, okay. So. Damit hätten wir hier eine 1. Da eine 3. Und da eine 2. Operation Neue Grenze. Das HQ hat grünes Licht gegeben, die Ressource auszubeuten. Die Verhandlungen sind vorüber. F plant, nachdem eine jedem eine Stimme zu geben. Mit so jemandem kann man nicht argumentieren. Ich schicke euch den Fahrer. Wir haben ihn mit ES2 in unserem Labor trainiert. Er sollte keine Probleme machen. Die Route der Fahrzeugkolonne ist unten markiert. Nachdem das Ziel erledigt wurde, entweder von Oswald oder Zed, benutzt du ES1, um für Ablenkung zu sorgen. Lass eine Art Phantom an dem Ort erscheinen, den ich mit einem X markiert habe. Erschreckt die Leute. In der Verwirrung schnappt sich der Fahrer ES3. Ah, ist das zufällig? Dallas, Texas? Welches Ziel ist das wohl? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, wer da ermordet wurde oder so. Was haben wir da denn für einen kurzen Ausschnitt? Ach, ein Kerl. Das konnte ich noch nicht lösen. Das mache ich ein andermal. So, erstmal geht's jetzt hier weiter nach oben. Ja, ja, schon klar. Fresse halten. Betet mit mir.
gemeinsam gegen die Dunkelheit bestehen können. Packt ihn! Auf ihr Himmel! Ich will reden! Alter! Alter! Verpiss dich, du stinkendes Stückchen Scheiße, ey! Boah! Fast gar nicht auffällig. Verrecke, du Stückchen Kot. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht. Und was er ist Gott und kein Böses an ihm. So, die Bogenschützen habe ich fast alle jetzt erledigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar, rüber, rüber, rüber. Nein, oh. Ja, fast. So. Jetzt, oh nee, muss ich noch einmal wieder zurück. Scheiße. Ja, das sind schon etwas höhere Türme hier. Aber man sieht, es ist wesentlich mehr Abwechslung in den Kletterpassagen drin. Das ist natürlich sehr... Macht mehr Spaß. Ja, den hätten wir und den anderen. Ach komm. Verdammt. Verdammt! Das ist ein Kampf. Alter! Oh Gottes Willen! Was ist los? Nee, irgendwie nicht. Mach einen Abflug. Ah, Platsch! Haufen Scheiße auf dem Boden aufgeklatscht hier. Meine Fresse nochmal, Alter. Ich bin schon wieder ein bisschen stinkig gerade. Aber gut, aber gut. Ganz ruhig. So, das wäre dumm. Das heißt auf der anderen Seite. Geht's hier runter und dann meuchel ich ihn einfach ab. Die meisten Bogenschützen habe ich jetzt erledigt. Ich bin sicher, ich hab... So, reparieren. Alles reparieren. Ja. Jo, gekauft. Nee, ach verdammt, das wollte ich mir ja alles eigentlich. Wurfmesser könnte ich eigentlich auch welche, aber das mache ich alles dann. Empfiehlt mich euren Freund. Gut, dann sterb. Nicht umsehen! Lauft einfach! Na! Nicht! 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 Das ist fies von hinten. Hatte ich nicht gerade was gesagt dazu? Alter! Können die nicht hören? Von hinten ist unfair. Komm hier, einen fetten Kniestoß kriegst du und eine Kopfnuss. Kopfnuss, bam. Ich bin so jung. Ich bin so jung. Ah. Gut, einen weiteren Schatz hier geplündert. Ich habe hier eben doch dummerweise mir da was gekauft. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Das will ich ja eigentlich alles in Monteregioni. Das ist ja da viel günstiger und so. Ist dann ja dumm, das hier zu machen. Aber gut. Passiert ist passiert. Mal ist in Zukunft klüger. Vielleicht haben wir bis zum nächsten Mal auch schon wieder was Neues. Also neues Upgrade. Alter, was habe ich denn schon wieder für einen Bekanntheitsgrad? Ich gehe einfach weiter. So, da oben ist er. Wart. What? Tatsächlich, der ist echt da oben. Naja, gut, soll er sein. Ich kriege ihn trotzdem. Okay.
Scheiße, muss ich wieder um die Ecke rum da vorne. Naja, komm. Geht auch relativ schnell. Er ist ja ein bisschen fitter als Ezio, als Altair. In Sachen Klettern kann er wesentlich schneller. Dafür hatte Altair wohl die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Das war's. No grazie. Schön. Hinfort, Dämon. Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein. Das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Alles klar, der hat ja nicht allzu viel hergegeben. Okay. Wie du willst. Er kommt davor. Er ist hier. Eigentlich wollte ich das ja anders machen, aber gut. Oh. Na mal schauen, was finden wir? 4 Florin. Ist ja gar nichts. Und tschüss. Ach ja, ich liebe es. Hier kann ich runter. Gut, und dann geht's auch direkt wieder hoch. Weil hier die nächste Hauptquest ist. Erstmal gucke ich aber vorher noch, ob es noch irgendwelche Außerattentatsmissionen an Nebenquests gibt. Aber es sieht nicht so aus. Hier gibt es ansonsten gar nichts. Nicht mal Codex-Seiten. Von daher... Bei solchen Freunden Jakob de Pazzi bis zum Templertreffen folgen und dann eliminieren. Ist geritzt, das Ding. Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ja, das ist doch gut. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Na dann. Schauen wir mal, wir können ihn ja so verfolgen. Ich habe schon mal überlegt, eben Kurtisanen anzuhören. Alter, schiebt ab. Ob ich mir hier Kurtisanen wohl anheuern soll? Was hast du gesagt? Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Felice notte. Kann ich schaden. So ein bisschen untertauchen. Diese Mosken. Zufällig ein Mann, die kommen sicher nicht, oder? Könnt ihr mir helfen, mein Freund auf ein bisschen sparen? Durch anheuern. Kommt ihr mit? Alter, schieb ab, du Spasti. Ja, ich möchte ganz gerne bei euch eigentlich nur untertauchen. Theoretisch könnte ich mich auch über die Dächer bewegen, aber... Ups. Verdammt, das muss ich ersetzen. Das gehört der Gilde und Meister Bacci ist berüchtigt für seinen Geiz. Naja. Was? Achso, ja. Ich bin nicht so beweglich. Sehr unterhaltsam. Das war ein Idiot. Da ist bestimmt eine Frau im Spiel. Was für ein alberner Mann. Was zum Teufel soll das denn? Alter, ich steche dich gleich ab.